Dieser zu allem entschlossene, mutige Mann denkt darüber nach, wie er seine nächste Leiche bestatten kann. Schließlich weiß ja jeder, welches hübsche kleine Hobby er hat. Es ist Louis mit dem Leichentick. Und wie jeder gute Fachmann nimmt er selber Maß. Louis hat seine eigene höfliche Art, mit dem Personal umzugehen. Dass sie so empfindsam ist, es wird doch nichts Ernstes mit dir sein. Oh, Mathilde! Wenn Louis mal mit seinen Leichen nicht weiter weiß, wendet er sich kurz und knapp an jemanden, der ihm vielleicht helfen kann. Schenke sie ihn! Befreie mich von ihr, mein Gott! Befreie mich von ihr! Ja, man hilft uns nicht weiter. Nein. Warte hier auf mich. Nein. Warte hier. Mit Hilfe einer liebenden, willensstarken Frau lässt sich jedes Paket verpacken. Ich komme mit. 4.500 Frauen. Aber Ihnen gebe ich aber, dann sind es nur noch 4.480. Nein, das kann ich nicht annehmen. Sie ruinieren sich ja damit. Gut, lassen wir es bei 4.500. Aber dafür dürfen Sie es abstottern, ne? Wenn mal gerade keine Leiche im Haus ist, sorgt Louis schnell für Nachschub. Mathilde! Wann ist es denn soweit? Wann ist es womit soweit? Mit dem Baby! Wer weiß, in 5, 7, 12 Monaten? Hä? Wir haben es nicht so eilig, Trink. Und wenn Louis mal nachts seine Wohnung aufräumt, liegt sicher wieder irgendwo eine kleine, dumme Leiche rum. Das ist Inspektor Dupro von der Kriminalpolizei. Was finden Sie so komisch an der Polizei? Das ist jetzt genauso komisch wie neulich Abend. Was war denn neulich Abend so komisch? Nichts war neulich Abend komisch. Das Mädchen war im Kino und das ist alles. Was haben Sie gesehen? James Bond. Aber bei dem habe ich weniger Angst als bei Monsieur, wenn er jemand mit seinem Revolver umlegt. Unangenehm ist nur, dass die Raumpflegerin immer wieder vergisst, unter dem Sofa sauber zu machen. Aber Louis weiß sich da schon zu helfen. Er kommt hierher und wenn er hier steht... Peng, peng, tü, tü. Was meinst du mit peng, peng, tü, tü? Peng, peng, tü, tü. Peng, peng, legst du ihn um? Frankreichs Blödmann Nummer 1, Louis de Funès in Louis mit dem Leichentick. Antoine, oh mein Schatz, hast du dir sehr weh getan. Ja. Aber er ist doch zu lange. Falls Sie mal wieder eine Leiche loswerden müssen, von Louis können Sie bestimmt noch was lernen. Von Louis mit dem Leichentick.